Sash. Fearless of the light, Rick Moranis, blew up the kid, now he doing damage. You ought to know, like my name's Atlanta, say don't meet, take a seat. Jo Leute, was geht ab? Drops hier, back am Start für euch und herzlich willkommen zum weiteren Gameplay Commentary hier auf meinem Anonymous Clan Channel. Und ja, auf jeden Fall erstmal zum Gameplay, und zwar seht ihr da heute die World's First Solo Nuklear mit der XR2. Und ja, ist auf jeden Fall ein richtig krasses Gameplay vom Xerzor Spiel. Ich werde euch die Nuklear auf jeden Fall ein bisschen schneiden, weil an manchen Stellen hat er halt ein bisschen gechillt, dass er auch safe die Nuklear macht. Zum Beispiel am Ende, seht ihr es kurz, macht er so 4-5 Kills an dem blauen Auto. Auf jeden Fall gibt es erst 7 oder 8 deutschlandweite Nuklears, glaube ich. Und da ist auch selbstverständlich, wenn man ersten Tag, weil das Gameplay ist noch gestern Nacht entstanden, und da ist, finde ich, selbstverständlich, wenn man mal ein bisschen chilliger spielt und nicht gleich reinrusht wie der letzte Vollidiot, wie ich es eigentlich immer mache und dann immer verreckt. Und ja, in dem Video wollte ich euch meine Meinung zu Black Ops 3 sagen, wie ich es finde und so weiter, wie mir das Spiel Spaß macht, wie ich in dem Game bin und so weiter. Und ja, also ich finde das Game eigentlich relativ nice, und manche sind halt einfach echt manchmal, sag ich mal, unfair, weil zum Beispiel, wenn ich in den Gunfight gehe und dann erster schieß und dann kommt der Gegner auf einmal und rotzt mich trotzdem weg, obwohl ich erster schieße und eigentlich nicht verziehe, und ja, das ist halt ein bisschen belastend, sag ich jetzt mal. Des Weiteren ist, ich finde die Maps sind eigentlich auch recht nice. Ich spiele die meiste Zeit halt Nuketown, weil ich kenne mich auf Nuketown halt schon von Black Ops 2 und Black Ops 1 aus. Deswegen ist es für mich einfacher, als die neuen Maps zu spielen, aber ich denke, ich setze mich nach diesem Wochenende auch mal an die alten Maps, dass ich die auch mal kennenlernen, weil es bringt ja auch nichts, Nuketown zu spielen und dann, sag ich mal, die anderen Maps nicht kennenzulernen und so weiter. Und ja, jetzt kommen wir auch schon zu dem, was mich an dem Spiel abfuckt, und zwar das erste ist, dass man nur 100 Freunde von seiner Liste sieht. Zum Beispiel, ich wollte mit ein paar Clan-Kollegen gestern zocken und die wurden einfach bei mir nicht online gezeigt, das war richtig scheiße. Oder heute auch, ich habe heute schon mit dem Xerzo gespielt und dann musste ich halt über die Party nachschauen, weil er in-game nicht angezeigt wurde. Ist auf jeden Fall richtig scheiße gemacht. Und ja, was ich auch noch kacke finde, ist, dass wenn man nicht in der Lobby ist, dass man irgendwie immer rausfliegt oder so, bis man in der Lobby drin ist. Also bei mir ist es irgendwie immer so, ich fliege aus einer Lobby raus. Außer wenn ich dann mal in der Lobby drin bin, dann bin ich in den Servern drin. Ich verstehe das nicht, die Logik dahinter. Und ja, auf jeden Fall, das Gameplay ist jetzt auch gleich zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bewerten kommt ihr nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal, haut da rein.